Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Der Martin Furedori Hofstetter übernimmt 1992 das Weingut von seinen Eltern. Gemeinsam mit seiner Frau von der Ära, von der Modernisierung und der Erweiterung des Betriebs. Und heute erstrecken sich die Flächen über das Gebirgsland vom benachbarten Trentino und natürlich von den steilen Hängen vom Deutschen Saar oder von der Deutschen Saar an der Mosel. Sie zwei vereinen zusammen Tradition, Pioniergeist, Naturverbundenheit und Innovation. Sie lieben, was sie tun und sie leben Wein. Und das sonnige Dorf Tramin, das liegt 276 Meter über Meer und die Umgebung, die zeichnet sich aus durch die grossen Weiten, die dort sind und die leicht hügelige Weinlandschaft. Klein, aber auch natürlich facettenreich. So lässt sich eigentlich das Gebiet am besten umschreiben. Und dann die Chardonnay-Rebstöcke wachsen auf lockerem, leicht erwärmbarem Merkelboden, wo er jetzt dort wächst, aus dem Alto Adige. Und Chardonnay, die Rebsorte, das ist eine Weltenbummlerin. Das ist eine weltweit verbreitete Weisswein-Rebsorte. Und eigentlich ist es nicht nur allein auf ihre geschmacklichen Qualitäten zurückzuführen. Nein, das merkt man jetzt auch bei dem Chardonnay aus dem Alto Adige eigentlich. Sie ist auch eine Rebsorte, die sich sehr gut an verschiedenen Standortgegebenheiten anpassen kann. Und das ist wirklich sensationell. Das möchte ich Ihnen wirklich zeigen. Die Farbe von dem Chardonnay, so ein mittles Goldgelb, helles bis mittles Goldgelb, so ein leicht grau-grün Reflex, eine frische, jugendliche Farbe in der Nase. Also jetzt zum Beispiel typisch in der Nase kommt wirklich der Chardonnay zum Tragen, ist aber auch wirklich frisch, auch leicht ein Apfelaroma. Ein bisschen Mischung zwischen so ein bisschen leicht, so ein bisschen Honig und so ein bisschen Schlüsselblüm, so ein bisschen süßlich und doch Chardonnay und frisch. Also wirklich eine sehr schöne Aromatik und das ist dann wirklich bodenbedingt. Im Gaumen. Auch hier im Gaumen merkt man das sehr gut frisch. Es ist ein lebendiger, frischer Auftakt. Eine sehr schöne Säure, bleibt sehr schön harmonisch. Er hat eine saftige Säure und immer, eigentlich, was immer ein Begleiter ist im Gaumen, in der Nase, ist immer die Frische. Und er hat einen sehr langen, frischen Abgang. Also wirklich ein Chardonnay, wirklich aus dem Alto Adige. Typisch. Und wenn man genau das versteht, die Eigenschaften vom Standort und die Charaktereigenschaften von dieser Chardonnay-Rebsorte hervorzuheben, dann entsteht genau so ein Chardonnay eigentlich Alto Adige vom Hofstetter Tramin. Das ist eigentlich ein Keimtipp für Chardonnay-Liebhaber. Und so, das zeigt sie auch, so bringt sie an unterschiedlichen Standorten von der ganzen Welt sehr gute Weinqualitäten. Und sie liegt in der Weltrangliste von den meist angebauten Rebsorten auf Platz 5. Und der Weisswein in der Linie oder in der klassischen Linie hergestellte Chardonnay-Weisswein ist eigentlich sehr frisch und knackig. Und er hat wirklich eine Basis, wo er sich entwickeln kann. Oder er ist entwicklungsfähig. Der Weisswein und wird noch viel besser und in 2-3 Jahren ist er wirklich auf der Höhe und vollkommen. Wirklich absolut ein Geheimtipp. Der Chardonnay Alto Adige von der Hofstetter Tramin, der ist erhältlich bei www.weingeschichte.ch für 19.15 Franken. Wirklich super schöner, typischer Chardonnay. Danke vielmals, ade miteinander.